Die Provisionsregel bei Verkauf durch einen Immobilienmakler. In diesem Video zeige ich dir jetzt genau das auf, worauf zu achten ist, wenn du eine Immobilie über einen Immobilienmakler verkaufen willst, beziehungsweise du Immobilienmakler werden willst und nicht genau weiß, wie ist das denn wirklich mit dem Thema Provisionsregel. Ab dem 23.12.2020 gibt es eine neue Provisionsregel. Und diese Provisionsregel besagt Folgendes. Und zwar: bei Wohnimmobilien, und zwar Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften, ist folgende Regel da. Das, was der Käufer bezahlt, das muss auch der Verkäufer bezahlen. Punkt Nummer 1. Also in der Regel bundesweit sind wir hier bei ganz unterschiedlichen Provisionshöhen. Denn in Hessen zum Beispiel war es so, dass früher 5% Außenprovision genommen wurde. In Berlin waren es 6% Außen. In Bremen waren es 5, in Hamburg waren es 5,25% jeweils plus Mehrwertsteuer. Jetzt haben die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen eingeführt. Zum Beispiel in Hessen 2,5% vom Käufer und 2,5% vom Verkäufer zuzüglich der Mehrwertsteuer. Jetzt gibt es natürlich diverse Immobilienmakler, die schon vor dieser Provisionsregelung gesagt haben, hey, wir nehmen nur die Provision vom Käufer, also auch nicht die volle Provision, sondern die Hälfte, zum Beispiel 3%. Hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir ansässig sind, war das 3+3. Und dann gab es einige pfiffige Immobilienmakler, oder glauben, dass sie pfiffig sind, zu sagen, okay, wir nehmen nur die 3% plus Mehrwertsteuer, also 3,57 von Käuferseite, um sozusagen einfacher und leichter an Objekte ranzukommen. Das ist natürlich kompletter Unfug, denn wer seine Leistung schlechter verkauft, als dass sie tatsächlich ist, oder wer am Preis, also sprich, wer nichts weiß, der geht über den Preis, versucht also sozusagen einfach nur schneller und einfacher Objekte zu bekommen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, denn ein absoluter Wow-Faktor-Immobilienmakler, High-End-Experten-Immobilienmakler, der liefert auch jede Menge für sein Geld. Da kann man natürlich drüber streiten, aber wenn man natürlich nicht weiß, wie ein Expertenmakler oder ein Wow-Faktor-Makler arbeitet, dann kann man das natürlich auch nicht einschätzen, was dieser wirklich wert ist. Sei es drum. Gehen wir nochmal auf die Provisionsregel ein. Und zwar ist jetzt die Situation die, dass grundsätzlich es keine Regelung für die Höhe der Provision gibt. Also man könnte 2 und 2 sagen oder eben die 3%, die man vorher vom Käufer genommen hat. Man teilt die, also 1,5% die eine Seite, 1,5% die andere Seite, wohlgemerkt immer zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das kann man machen. Jetzt, was ist denn richtig? Also richtig ist natürlich eine geteilte Provision, 3 und 3. Und hier gibt es eine Ausnahmeregelung, nämlich wenn der Verkäufer komplett die Provision übernimmt, dann wäre es aber auch zu deklarieren, provisionsfrei für den Käufer. So muss es dann auch im Exposé oder auch Online-Exposé im Internetportal wie Immobilien Scout oder Immonet, Immowelt und ähnliche deklariert werden. Bedeutet nichts anderes als, ich kann das umgehen, indem der Verkäufer die komplette Provision bezahlt. Das ist auch sehr smart, weil die Hauptleistung erbringe ich ja für den Verkäufer. Das ist eine Mindset-Frage, die, wenn man das einmal geklärt hat für sich, den Nutzen, die Vorteile, dann macht das sehr, sehr viel Sinn. Soweit will ich da aber gar nicht drauf eingehen, sondern wir bleiben bei der Regelung. Okay, also, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges, besonderes Detail. Denn rechtlich betrachtet ist es so, dass der Käufer die Provision vereinfacht formuliert. Da gibt es eine riesige, große Anweisung an die Notariate. Wenn ein Käufer
seine Provision zahlen soll, muss der Verkäufer, also der Makler, zuerst nachgewiesen haben, dass der Verkäufer die Provision auch tatsächlich bezahlt hat. Und erst dann ist der Käufer pflichtig, beziehungsweise erst dann muss der Käufer seine Provision bezahlen. Das wissen viele nicht, ist aber so. Ja, also gibt es eine ganz klare Anweisung, gibt es eine ganz klare Regelung zu, wo das auch beschrieben ist. Punkt Nummer eins. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmeregelungen. Die Ausnahme sind Gewerbeobjekte. Gewerbeobjekte sind von dieser Regelung ausgenommen. Und auch Mehrfamilienhäuser sind auch ausgenommen von dieser Regelung. Das heißt, hier kann entweder nur der Käufer bezahlen, Verkäufer kann immer die Provision komplett übernehmen, aber hier könnte man eben nur den Käufer bezahlen lassen. Also, vom Grunde genommen sagt die Regelung Folgendes: Ab dem 23.12.2020 ist das von beiden Seiten zu bezahlen, was der Makler verlangt, also sprich 3+3, also 6% oder 4% oder 3% oder was auch immer. Am Ende ist es so, wenn der Immobilienmakler wirklich sein Handwerk versteht, dann ist er auch sein Geld wert. So oder so. Gerade auch für Investoren. Wenn ein Immobilienmakler einen guten Job macht, gute Objekte beschafft und die regelmäßig einem Investor, einem Kapitalanleger zur Verfügung stellt, dann ist der Makler wirklich gut und sehr wichtig. Für einen Käufer, wo ein Immobilienmakler, der sein Handwerk versteht, eine professionelle Bewertung macht, die Immobilie wirklich exakt einwertet und vor allen Dingen dem Käufer auch exzellente Dienste leistet durch ein super, nicht irgendein, sondern ein super Exposé, toll aufbereitete Unterlagen, damit auch eine viel leichtere, einfachere Finanzierbarkeit, den Käufer begleitet, ja, mit all den Dingen, die für einen Käufer wichtig sind, ihn wirklich informiert, ihn an die Hand nimmt, ja, und vor allen Dingen das Objekt, und das ist die wichtigste Aufgabe eines Immobilienmaklers, ein Objekt hochprofessionell vorzubereiten. Das alles kostet nicht nur Zeit, sondern damit logischerweise auch Geld. Und ein Expertenmakler hat natürlich auch Mitarbeiter, die er irgendwie finanzieren muss. Und das geht natürlich am Ende des Tages durch und nur und ausschließlich durch die Provision. Also, wichtig ist da draußen, wenn du als Immobilienmakler starten willst oder Immobilienmakler bist, dann ist es deine Aufgabe, korrekt und seriös draußen zu arbeiten und dich zu positionieren. Und das natürlich auch im Rahmen der Provision. Spielchen wie ich nehme nur vom Käufer die Provision ist im Endeffekt eine Bankrotterklärung an einen Expertenmakler, weil er nicht weiß, und es ist der einzige Grund dafür, dass er nicht weiß, wie es dem Verkäufer vernünftig erklären soll, dass auch er eine Provision zahlen muss. Ja, und das ist im Wesentlichen das, was die Provisionsregelung aussagt. Und das musst du beachten. Wie gesagt, es gibt regionale Unterschiede. Da kannst du dich als Starter sehr gut orientieren, indem du eine Recherche machst und guckst, wie wird das denn draußen gemacht. Heißt aber noch lange nicht, wenn alle Immobilienmakler da draußen nur von, was weiß ich, 2% oder 1,5% in Rechnung stellen, also 3% von beiden Seiten, dann heißt das nicht, dass das Profis oder Experten sind, sondern ist das erstmal ein sehr guter Indikator dafür, dass die nicht wissen, wie Einkauf, also wirklich gute Objektakquise funktioniert, wie professioneller Einkauf funktioniert und wie ich also bei einem Verkäufer sauber und ordentlich meine Dienstleistung darstelle. Also hier definitiv ein Hoch auf Experten und professionelle Immobilienmakler und sozusagen eine kleine Abwertung an all diejenigen, die da draußen nicht wirklich wissen, wie das Geschäft funktioniert. Und ich hoffe, dir meine Tipps haben dir ein bisschen Aufschluss gegeben, kleinen Überblick gegeben über das ganze Thema. Und wenn dir das gefallen hat, schreib gerne einen Kommentar rein, aber auch so kannst du gerne einen Kommentar reinschreiben und abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Folge uns auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram und Facebook. Und wenn du wissen willst, wie du als Immobilienmakler wirklich deine Provision professionell vermarktest und deine Dienstleistung richtig positionierst, dass Verkäufer ohne Wenn und Aber dir eine vernünftige Provision bezahlen, nämlich die, die du forderst, dann bist du bei mir genau richtig. Buch hier in der Infobox dein kostenfreies Erstgespräch, also beziehungsweise musst du auf den Link klicken, dann auf meine Webseite gehen und dort kurz einen Termin buchen und dann sprechen wir miteinander und wir zeigen dir den Weg, wie es richtig geht. In diesem Sinne, alles Gute.